Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder was auch immer. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, was habe ich heute vor? Ja, erstmal ist eine kleine Entschuldigung fällig. Letztes Mal haben sich zwei Fehler eingeschlichen. Es war natürlich nicht die Erstausgabe der St. Helena U1 The Lion 2021. Nein, es war die zweite, die erste selbstverständlich von 2020. Ja, und der zweite Fehler war ja mit dem Emo auf der Coat of Arms Münze. Für mich haben die Proportionen nicht so ganz gestimmt, deswegen war ich im Zweifel, ob das jetzt überhaupt ein Emu ist. Aber ich habe mich des Besseren belehren lassen müssen, dass es ein Emu ist. Ja, was gibt's heute? Heute gibt's wieder mal Australien, St. Helena und ein nettes kleines Goldstück, ein Kauftipp. Ja, Vorschau. Ich habe eine Sammelbestellung bekommen. Juhu, es geht weiter. Dies hier ist der dritte Teil von der letzten, die übrigens von Starshop Coins kommen, vom guten Kai Safracik. Die nächste kommt dann von Sebastian Huxtorf, um die Werbung hier mal komplett zu machen. Und ich habe mir eine schöne neue Goldmünze bestellt, ein wirkliches Highlight. Da warte ich jetzt auch noch drauf, fast zum Spotpreis gekauft, also Riesendeal. Ja, fangen wir doch mal an. Und zwar hiermit. Der Owner and the Lion aus St. Helena 2022. Nanu. Geht doch gar nicht, die hatten wir doch letztes Mal schon. Jein, letztes Mal hatten wir die 1-Unzen-Version. Und hier haben wir die auf 1000 Stücke limitierte 2-Unzen-Version. Diesmal ist es wirklich die zweite Ausgabe. Nicht, dass ich schon wieder einen Fehler mache hier. Auf jeden Fall, das ist meines Erachtens die erste. Weil ich weiß es nicht, ist auch egal, auf jeden Fall, das ist die aus dem Jahre 2021. Der 2-Unzer natürlich im neuen Setting Finish, also ohne viel Bling Bling. Dafür optisch natürlich irgendwie kommt die Detailtiefe bei diesem Satin Finish etwas besser raus, ich weiß nicht. Ja, und diese Ausgabe hier natürlich auch auf 1000 Stück limitiert, hat natürlich auch dieses Satin Finish. Also ich weiß nicht, was ich besser finde. Ich tendiere, glaube ich, doch etwas mehr zu Bling Bling. Aber wenn man sich diese Münze hier anguckt, tausende Auflage für einen günstigen Kurs gekauft. Ja, Leute, man macht nichts falsch dann. Ein klassisches Motiv, was auf dem Zweitmarkt immer läuft. Und wenn dann auch noch Una and the Lion draufsteht. Und natürlich auch die Queen hinten drauf, zum letzten Mal wohlgemerkt. Ja, tausende Auflage. Was soll da passieren? What could go wrong? Auf gut Deutsch, nichts. Ja, und jetzt hatte ich letztes Mal mit dem Stefan ein kleines Gespräch im Chat, dass er ja meint, die Coat of Arms wäre die schönste Münze zur Zeit. Ja, habe ich ihm etwas widersprochen und gesagt, die schönste kommt nächste Woche, also dieses Video. Ich habe mir das nochmal angeguckt, man kann es echt nicht sagen, es ist Geschmackssache, wie alles im Leben. Aber ich finde, diese Serie hier, wovon ich jetzt den vierten Teil gekauft habe,
Ist übrigens eine der Serien, wo ich die ersten beiden Ausgaben rückwärts gekauft habe. Aber man das ja nicht machen sollte. Die Strafe folgt auf dem Fuße hier. Die Zweitausgabe hier habe ich für 50 Euro gekauft. Der reine Wucher, aber gut, ich habe sie jetzt. Und diese Serie hier, finde ich im Moment, ist das Nonplusultra unter den BU-Münzen. Es sind natürlich die Delfine von der Royal Australian Mint. Hier die vierte Aufgabe. Wunderschön. Ja, was ich an diesen Münzen so toll finde, erstens ist das Design fantastisch. Die Serie scheint immer besser zu werden. Diesmal mit den drei Springenden hier Dusky Dolphin. Hundertprozentig. Recht aufgeräumtes Design. Viel Platz. Ja, und auch viel Platz für ein wenig Bling Bling. Ne, seht euch dieses Stück an. Also ich weiß echt nicht, welche jetzt besser ist. Die Coat of Arms. Die Coat of Arms hat natürlich einen gewaltigen Vorteil, der dann auftritt, wenn man sie umdreht. Die Rückseite der Coat of Arms ist natürlich der Wahnsinn. Und hier haben wir wieder mal unsere gute Lisbeth. Gott hab sie selig. Aber gut, man kann nicht alles haben, aber die Motivseiten hier finde ich herrlich von den Delfinen. Und deswegen sind die Delfine im Moment so für mich die Lieblingsserie überhaupt, wo ich auch auf alle Fälle beibleiben werde. Das wäre jetzt die dritte Ausgabe der Fraser's Dolphin. Alles ziemlich bekannt. Auf dem Zweitmarkt tut es diese Serie zum Beispiel wie doof. Diese hier, was ist das jetzt? Die 2020er ist es. Der Spinner Dolphin hat so eingeschlagen, dass er selbst unter Freunden nicht mehr unter 50 Euro zu bekommen ist. Ja, und das habe ich dann leider Gottes auch bezahlen müssen, um diese Serie hier zu komplettieren. Deswegen habe ich auch nur einen in meinem Bestand. Schade, Anne, für sich, weil dieses Motiv ist, geht ab wie Sau. Ja, die erste Ausgabe habe ich dafür noch recht günstig bekommen. Das ist hier der Bottlenose. Die Kratzer sind übrigens auf der Kapsel, nicht auf der Münze, ist klar. Das war die erste Ausgabe aus dem Jahre 2019. Natürlich wie immer mit Lisbeth hinten drauf. Auf jeden Fall, diese Serie kann ich jedem empfehlen. Und wenn er den Spinner Dolphin und den Fraser, also sagen wir mal den Spinner Dolphin, unter 45 Euro bekommen kann, ja, und den Fraser's Dolphin zwischen 35 und 40, würde ich sagen, vielleicht lohnt es sich dann doch noch, die Serie rückwärts zu sammeln, weil die Erstausgabe, den Bottlenose, kriegt man erstaunlicherweise teilweise noch recht günstig. Aber es wird auch schon weniger, weil die Leute auch die Qualitäten dieser Serie bemerkt haben. Ja, und jetzt zu meinem versprochenen Highlight, ein Kauftipp in Gold. Ich habe leider nicht das Geld, um mir die großen Stücke zu besorgen. Deswegen bin ich bei dem Kleinen hier stehen geblieben. Und zwar, oh, jetzt hat er ein Problem. Ei, jetzt hat er ein Problem. Gucken, vielleicht kann ich ihn überlisten hier. Ei. Das ist schlecht. Es handelt sich jedenfalls, da ist er, um den Lux aus Spanien. Das hier ist jetzt natürlich die 1/10 Version. Sehr schönes Stück. Man betrachte auch die Rückseite mit dem Wappen.
eine recht erfolgreiche Serie. Es gibt jetzt die zweite Ausgabe, den Büffel. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, falls ihr Gold sammelt und dann Sachen mit Wertsteigerung erhalten wollt. Im Moment ist die Erstausgabe, eben dieser Lux hier, noch für recht wenig Aufpreis zu haben im Verhältnis gesehen. Das ändert sich aber mittlerweile, weil die Leute auch die qualitative Güte der Motive bemerkt haben. Ja, und die Preise mittlerweile steigen. Wie gesagt, die zweite Ausgabe, der Stier, ist auch ein Knaller. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der das nötige Kleingeld besitzt. Ich habe es leider Gottes nicht. Deswegen musste ich mich hier mal mit ein bisschen Kleinzeug zufrieden geben. Aber egal, der Kleine hier wird auch seinen Wert machen, seinen Weg machen. Bin ich fest von überzeugt. Ja, wie gesagt, meine Knallergoldmünze kommt ja noch. Und nächste Woche wird es dann ein Unboxing geben vom guten Sebastian Huxdorf. Ich habe mal reingeguckt. Top, wie immer kann man sagen. Und meine Auswahl diesmal war auch wieder ein Treffer. Möchte ich mal ganz dreist behaupten. Ja. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für heute. Und ich verabschiede mich erstmal mit einem fröhlichen Bis neulich.